herzlich willkommen in Villach in München. Wir dürfen am Freitag, den 19. März, endlich wieder unsere Türen öffnen und freuen uns über alle Gäste, die uns dann wieder besuchen wollen. Jetzt schauen wir uns mal um, was hier gerade hinter den Kulissen so passiert. Hier befinden wir uns im Eingangsbereich von Villach München. Das sieht man schon, wir haben die Abstandsmarkierungen schon vorbereitet, dass die 1,50 Meter Mindestabstand eingehalten werden können zwischen den Besuchern und den einzelnen Gruppen, die zu uns kommen. Wir haben an den Wänden auch unsere ganzen Regeln, die man bei uns einhalten muss. Und was ganz wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, ist, dass es unsere Tickets aktuell ausschließlich auf unserer Webseite vorab zu kaufen gibt. Wir haben vor Ort keinen Ticketverkauf. Es können aber alle sich ihr Ticket online sichern und für Jahreskarteninhaber beispielsweise kann man dort auch kostenlos ein Zeitfenster reservieren, wenn man praktisch schon ein Ticket in Händen hält. Hier im sogenannten Intro-Raum laufen normalerweise ein paar Filme. Uns war es jetzt wichtig, die Besucher endlich wieder herzlich willkommen zu heißen und deshalb haben wir das ein bisschen umgestaltet. Hier sind wir im Donaudelta und man sieht schon, hier leben zum Beispiel unsere Karpfen, die normalerweise, weil sie immer so hungrig sind, sobald jemand mit einem blauen Outfit hier steht, kommen sie alle angeschwommen und meinen, jetzt gibt's was zu fressen. Das ist natürlich heute nicht der Fall, weil die haben ihre ganz normalen Fressenszeiten und werden auch nur zu diesen Zeiten gefüttert. Das ist jetzt hier unser sogenanntes Berührungsbecken. Das haben wir auch offen gelassen, allerdings ohne Mitarbeiter, die normalerweise hier alles zeigen können. Aber wir wollen Ansammlungen möglichst vermeiden, deshalb müssen die Leute hier selbstständig erkunden, was es gibt. Wir haben hier nur Sachen drin, die nicht leben, alle, aber alle aus dem Meer sind, wie zum Beispiel dieses tolle Hai-Ei hier, hat wahrscheinlich selten einer schon so schön gesehen. Und hier haben die Besucher eben die Möglichkeit, hier alles rauszunehmen, anzuschauen, kennenzulernen. Hier sieht man schon, dass die letzten Putzarbeiten noch in vollem Gange sind. Die Scheiben sind noch nicht alle so sauber, wie sie am Freitag natürlich sein werden. Die Kollegen sind ganz fleißig dabei, alles einmal durchzureinigen, dass alles flüft und blinkt für die Eröffnung am Freitag. Was sehen wir hier? Hier sehen wir jetzt, wie vorhin schon erwähnt, wie fleißig bei uns noch geputzt wird. Gerade die offenen Becken sind dann natürlich interessant. In dem Becken, das wir vorhin gesehen haben, waren ziemlich fleißig jetzt in der Zeit, wo wir geschlossen hatten. Und man sieht hier die vielen kleinen Babys, also unseren Hai-Nachwuchs im Kindergarten sozusagen. Und hier das Rochenbaby, wo man den Bauch jetzt gerade sieht. Der ist ein kleiner oder ist das ein großer? Das ist ein Baby. Oh. Genau. Zebrahai. Schöner. Machen.
Und natürlich auch unser Shop am Ende des Rundgangs ist geöffnet, dass sich jeder eine kleine Erinnerung mitnehmen kann. Es gibt alles Mögliche von Plüschtieren über T-Shirts, über Magnete, alles, was man sich vorstellen kann.